Weiter geht's bei Final Fantasy Type Zero. Und ja, Leute, ihr seht, die Grafik ist natürlich nicht so das Gelbe vom Ei. Ist leider so, ist einfach eine PSP-Umsetzung für die Konsole. Macht nichts. Dafür ist die Story bisher ganz cool. Ace hat die Wall benutzt. Ah ja, da drüben ist jemand. So, den haben wir schnell down gekriegt. Jetzt verstecken wir uns mal dahinter. Und tada! So, der hat gesessen, würde ich mal sagen. Der dürfte down sein. Ausweichen. Und oh, der ist gut ausgewichen jetzt. Kann man nichts sagen. Ziehen wir uns ein Stück. Und das war's, mein Freund. Oh, immer traurig, wie wenig Magiepunkte das Ganze gibt. Weiter geht's da oben. Oh, der ist explodiert, ne? Oh, jetzt müssen wir hier auch ein bisschen wieder aufpassen, ein bisschen mehr defensiv spielen. Und da hat es uns schon fast erwischt. Oh, man weiß gar nicht, wo man hinlaufen soll, weil es die ganze Zeit hin und her switcht. Und das war's schon. Okay, bist du wieder am Leben? Scheint so. Okay, das ist wirklich ziemlich unübersichtlich, muss man sagen. Wir haben hier einen ziemlich engen Raum. Wenn wir R1 gedrückt halten, switchen wir unsere anvisierten Gegner, wenn wir unsere Kamera bewegen. Und das ist natürlich nicht so clever, ne? Ich spiele mal ein bisschen mit Nein. Good work. Now get out of there before the ship crashes. Lass mal aufladen. Da, ganz schnell geht das. Mit mein geht es gut. Bam. Oh, da haben wir einen etwas größeren Gegner jetzt. Wieder mal kein Platz, um sich zu bewegen. Rückwärtsbewegung. Gut, Stufe 9. Ist machbar. Für uns sowieso. Hier scheint alles richtig heftig zu explodieren. Machina. Re. Take it easy now. Yeah. I'm okay. But Machina, the crystal. Yeah, I saw. It looks like its power is returning. Come on, Machina. All right. Na schön. Machen wir uns weiter auf den Weg. Wie? Okay, Phönixkette der Klasse 0 sind zerbrochen. Unknown weapon signature detected in the arena. We believe it's a new type of Magitek armor with an onboard jammer. Und jetzt speichern wir mal kurz. Wir haben auch einige Kämpfe jetzt hinter uns.
Ich bin mal gespannt, ob wir wieder ein paar Punkte vergeben können. Das wollte ich eigentlich immer vorher machen. Aufwertung, Ausrüsten, Aufstellung hier. Das wollte ich auch mal gucken. Kampfmitglieder, da haben wir die drei bisher. Ausrüstung. Was können wir denn da noch nutzen hier? TP. Das ist jetzt eine gute Frage hier. Schauen wir mal. Die Werte bei Verteidigung sind hier recht hoch. Bei nein. Der hat schon 4 HP. Und die Dame hier kriegt von uns Blitzmagie. Und nein, dem geben wir. Der hat Verteidigung ganz gut bisher. Aber auch HP. Und dann geben wir ihm Verteidigung. Und er hat hier ziemlich wenig HP. Ich würde ihm gerne ein bisschen mehr. Genau. Punkte geben. Dann haben wir die auch vergeben. Aufwertung, Fertigkeiten, 2 AP. Das reicht uns noch nicht. Nochmal kurz speichern und dann legen wir hier gleich weiter. Los! Also, dass ich das Ganze jetzt noch nicht so voll emotional mitgehe oder so. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich natürlich versuche, selber noch in das Spiel reinzufinden. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis. So. Weiter geht's. Also, was ich sagen wollte, das Spiel ist natürlich sehr linear. Das hatten wir, das haben wir immer wieder. Ich denke, da wird aber auch noch ein bisschen eine offenere Welt kommen. Let's hear that report again. Sir, Vessel 6 has been confirmed destroyed. Looks like we have an anomaly on our hands. What about the 401st and 903rd? I can't reach either company, sir. Keep trying. Sir! Byakuya 10! Byakuya 10! This is Kusabi. Bring me that survivor. The one from the 161st. Sir! Corporal Boz of 161st. So, you are certain you saw the enemy using magic. Yes, sir. My understanding is that after witnessing this, you fled from the battle. Then your unit was annihilated. Is that correct? Yes. I felt it was my duty to report. In the Militesi army, we do not tolerate soldiers who flee from their fear. The 161st company was wiped out by Dominion magic. Clean us up. Sir. So even a Lassie like Kumi cannot keep the Vermilion Bird Crystal in check. Hmm? Well, this sucks. Where'd these rats crawl out from? This really sucks. Wir müssen den Kadetten dort helfen. Okay. So, erstmal ausweichen wieder. So. Immer schön auf Ausweichkurs.
Jetzt möchte ich kurz mit Ace hier eine Wall erstellen. Natürlich so nicht unbedingt klappt. So, jetzt holen wir uns wieder Nein. Müssen wir uns mal konzentrieren hier. Und den haben wir down. Numero uno. Schön ausweichen. Ah, das war nicht gut. So, und jetzt holen wir uns mal hier ein bisschen in hier. Aufstehen, mein Junge. Den haben wir. Und zerlegt haben wir ihn auch. Was? Einige. Und schon ist es wieder weg. Try something new. Let's end this right now. Now then. Here? Inside my jammer field? How? Jetzt spielen wir gleich hier weiter. Ich freue mich schon total drauf. Machen wir einen kleinen Cut.